Mahlzeit, Mädels. Ich bitte wirklich, das hier fehlende Video zu entschuldigen. Aber ja, es hat sich was ergeben. Damit rechnen wir nicht vorher. Gut. Leute, die meine alten Videos kennen, kennen dieses Auto noch. Das ist mein E34. Ja, 525i. Hoher 92 PS, also mit Janos. Ja, mit dem bin ich gerade auf dem Weg nach Kevin. Ihr kennt ja noch Auto Kevin hier, wo ich den Bühe gekauft habe. Der hat wie ein Ami-Schlitten für mich. Und sein Vater Ronny, den das Auto eigentlich gehört, der hätte gerne so ein BMW. Und dann haben wir uns über drei Ecken irgendwie einigen können. Also wirklich ein bisschen einigen können. Also jetzt trocken geht der Tausch das nächste über den Starten. Aber naja, Moral der Geschichte, es fällt mir selber wirklich schwer. Ich bin ehrlich, ich mag dieses Auto. Aber ja, der geht jetzt weg. Der geht jetzt nach Kevin hin und wird gegen ein Auto getauscht, was ich jetzt noch nicht verrate. Gut. So viel dazu. Ne? Wir fahren gerade 150 km/h. Du merkst das instant nicht in dieser Karre. Du latschst aufs Gas drauf und das Ding fliegt einfach los. Für meine Verhältnisse ist das schnell. Für heutige Verhältnisse vielleicht nicht. Ist schon ein geiles Auto, so ein E34. Vor allem mit einer großen Maschine drin. Aber dafür, was wir jetzt kriegen, ist in meinen Augen ähnlich geil. Ich habe so ein Kfz schon, wenigstens in einer ähnlichen Art. Aber, ja, halt nicht in sparsam, sondern in unsparsam. Das ist die Variante, die hier ja, für den Alltagsbetrieb vielleicht eventuell besser wäre. Gut, so viel dazu. Ihr könnt jetzt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was für ein Tauschauto darauf gegen ankommt. Also ich habe ein Auto, das ist nicht baugleich, aber es ist artverwandt wie das andere Auto, was ich jetzt kaufe oder tausche. Ja, dann radeln wir fleißig. Ich fahre mal weiter. Ich bin jetzt gerade erst Höhe Zehle. Ich muss nach Bad Segeberg, das ist hinter Hamburg. Also ja, wir haben übrigens hier, ja, was haben wir? Ja, die Batterie war leer von den Kasten, die Uhr stimmt nicht. Wir haben irgendwas 9:30 oder was haben wir jetzt abends. Also dementsprechend, bestimmt Bescheid. Gut, bis später. Und übrigens, mein Bein ist wieder eigenermaßen. Also ich bin jetzt kein Marathonläufer, aber sitzen kann ich. Und Gas geben kann ich wohl auch. Ne? Also Leitern steigen vielleicht nicht, aber ja, fürs Autofahren reicht es vielleicht gerade so aus. Naja, ist ja nicht gerade körperlich vorne was kommt, aber das ist halt wie eine Gelegenheit, die sich bietet, die man eventuell auch nutzen soll. Weil ich kenne dieses Auto, was ich kriege, schon ein bisschen länger. Ich kenne auch den Vater von den Kevin gut. Also wird schon schief gehen. Mit den beiden habe ich schon öfters Geschäfte gemacht. Schon vor dem Buick übrigens. Mit genau so einem Fahrzeug wie das, was ich jetzt kriege. Ja gut, ich höre jetzt auf zu spoilern. Gut, bis gleich. Oh, geil, auf der linken Spur zu fahren, da kennt man es aber gar nicht so. Ich mit meiner Gurke und so. Guck mal, der BMW, der jetzt hier ist. Lass uns mal einfach drauf und dann fahren wir daran vorbei. Der gibt jetzt auch Gas, aber nicht so viel Gas wie wir. Das ist schon lustig. Die heutigen Verhältnisse sind wohl relativ lahm, die Kiste. Für meine Verhältnisse die fetteste Rakete ever. Oh, 120, muss von Gas gehen. So mal entspannen, mal alleine im Auto sitzen, keiner nervt dich. Übrigens bin ich gerade im Auftrag meiner Frau unterwegs, gewissermaßen. Meine Frau ist ziemlich geil dafür das neue Auto. Ich wollte den Fünfer eigentlich behalten. Also alle böse auf Tine sein, nicht auf mich. Aber meine Frau sich doch immer freut, was soll's. Ne? Fünfer steht eh nur in der Ecke rum. Und der hat locker nach 2 Jahren gestanden. Die Kiste, die ich jetzt habe, die kann ich so direkt fahren. Ist ein Unterschied. So, Bremen. Ungefähr Halbzeit der Strecke. Ja, ein bisschen weniger vielleicht noch wie Halbzeit. Aber BMW läuft super, der fährt wirklich, fährt sich echt geil. Ja, laufen eh gut die Dinger, der kann sagen, was er will. Aber er hat ein halbes Jahr gestanden, muss man bedenken. Und dafür läuft er wirklich jetzt cool. Hey. Erstmal gemütlich bis kurz vor Oldenburg eingefahren. Oh, na gut, kurz vor Oldenburg, kurz vor Zehnel eingefahren, das Ding. Ganz gemütlich, bis er nicht warm wurde und dann Gas ergeben. Das geht. Verbrauch ist auch okay, kann man nicht beklagen. Übrigens, mein Bremsen nicht funktioniert, das ist der Bordcomputer, der spinnt rum. Das haben die gerne mal, wenn vorne rechts oder vorne links die Stellmotoren nicht ganz die Werte haben, von der Scheinwerfer, die Stellmotoren nicht ganz die Werte haben, die sie eigentlich haben sollten. Und dann spinnen gerne die ganzen Scheinwerfer alle rum. Das ist eine E34-Krankheit. Ich will nicht sagen, haben alle, aber haben ganz viele. Gut, ich fahre dann mal weiter. Mal gucken. Ich freue mich schon auf Kevin. Das ist auch einer der Mitgründer, der heute die Aktion macht. Weil Kevin ist ein ganz cooler Typ. Und hat einen ganz coolen Laden. Da fahren wir mal ganz coole hier, soll ich sagen, ganz coole hier Autos herumfliegen. Und
Ja, das Auto gehört seinem Vater, ja. Und der will sich eine Stretch-Limo kaufen. Deswegen soll das Auto jetzt weg, was er da hat. Dann will er halt einen Tausch mit meinem machen und vielleicht meinen weiterverkaufen. Aber ich glaube sogar, wenn er meinen mal gefahren ist, dann denke ich mal, er fährt ihn weiter, so wie ich ihn kenne. Mal gucken, bin gespannt. Weil dieses Auto ist mich wirklich von Fahren her sehr geil. Und optisch auch sehr geil. Hat wohl ein bisschen Rost an der Schwelle, aber sonst ist er okay. Also für meine Verhältnisse ist er relativ wenig gurkig. Naja, weiter geht er hier. Nee, warum nicht so verlabern? Fuß geht so ganz gut, wenn ich eine Fußstellung halte. Wenn ich Vollgas gebe, tut es übrigens weh. Also Vollgas ist heute nicht drin. Ja, Krüppel on Tour. Wir können das Video dann eigentlich nennen. Krüppel on Tour. So Mädels, wir sind in Hamburg. Ich bin jetzt vom Gas gegangen auf 130 runter, weil sonst kann ich mit dem Sprint nicht hier mit meinen 40 Euro, die ich drauf getankt habe. Und das wäre ja scheiße. Das wollen wir ja auch nicht. Definitiv nicht. Jetzt geht es ein bisschen gesitteter weiter. 8 Liter Verbrauch, sagt er mir da an. Das geht. Noch 9 Liter. Am Magen, wo wir gerade mit ankommen. 300 Kilometer sind ungefähr. 600 Kilometer Trip hin und zurück. Das ist für den Abend schon nicht schlecht. Aber manchmal ist das so. Ich hatte es ja eigentlich, Autos abends zu kaufen. Ja, aber ich hatte heute, wie soll ich sagen, ja, mein Bein geben auf den Sack. Ich hocke den ganzen Tag zu Hause rum deswegen. Ich habe den ganzen Tag zu Hause nur rumgehockt. Vom Rechner und nichts gemacht. Da kann ich auch im Auto rumhocken. Das ist das Gleiche. Dann muss da keine Treppen hochsteigen oder runter oder was. Schrauben ist gerade so extrem nicht drin. Auch wenn wir uns morgen wohl eine Gurke machen müssen. Also morgen ist gleich wahrscheinlich heute für euch. Ja, wird's machen. So ist das Leben. Ich will mal hoffen, dass ich vor 5 zu Hause bin. Weil eigentlich habe ich ein bisschen Zeitdruck. Aber nur eigentlich. Und eigentlich nicht. Und eigentlich nicht. Ja, mal gucken. Das ist übrigens Hamburg hier. Das nennt man dieses Städtchen, was jetzt gleich kommt. Oder jetzt schon eigentlich da ist. Wo man mich sehen kann. Na, nur 50 Kilometer, aber ich tank noch mal einen 10er drauf. Gerade eben war Reservelampe schon aus und das Stück zwischen Hamburg und Bad Segeberg ist mehr als totes Land. Da ist gar nichts. Und nicht, wenn der noch liegen bleiben da. Ist auch nicht so schön. Wie gesagt, so. Wir mussten jetzt mal eben, ich glaube nach links. Links nehmen wir. So. Weiter geht das. Weil da ist Aral. Aral ist gut. So, Sprit haben wir wieder ein bisschen was. Ich habe mal einen 10er drauf getankt. Also denke ich mal, wir noch ungefähr 12 Liter drauf, oder? Ja, das reicht ja. Dann hat Kevin auch ein bisschen Sprit. Ja, da hat er nicht ganz so eine Scheiße. Bringen, wenn er die Kiste jetzt kriegt und da kein Tropfen Sprit mehr drauf ist. Dann muss er den Gurkenprinzip mäßig schieben. Guck mal, Volvo. Volvo mit Kühler. Kühler war sogar an. So, ich fahre mal wieder auf die Bahn drauf. Das ist gar nicht mal so einfach von hier, weil du siehst hier eigentlich nichts. Die Kreuzung ist der absolute Hammer hier. Das ist übrigens Hamburg. Oder? Mal gucken. Ah doch, wir sehen was. Astrein. Musst du. Und weiter geht's Richtung Lübeck. Den Sechszylinder werde ich definitiv vermissen. Der ist ja so eine geile Maschine, ne? Ohne Scheiß. Guck mal, warte. Ja gut, hat er nicht umgehauen, ne? Aber einfach vom Klang her. Alter, der läuft mit Drehzahl. Wenn er 5000 Umdrehungen oder 4,5 kommt er erst. Durch die Vanos, die variable Nockenwellenverstellung. So was ähnliches wie bei Honda hier mit VTEC. Ist schon nicht schlecht. Die Nockenwelle ein bisschen schärfer volllassen, dann geht die Kiste richtig ab. So automatische, scharfe Nockenwelle à la Golf 3 in den 90er Jahre. Weißt du, wenn du früher einen Golf 3 in den 90er Jahre in der Ampel stehen gehabt hast, dann lief er so unten. Hast genau gewusst, der hat eine Nocke. Und er war ein Ticken schneller wie der ganze Rest. Aber dafür einen beschissenen Leerlauf. Ja, so läuft das. Entweder ein beschissener Leerlauf oder langsame Karre, ne? Das hat eine original Saugmotor-Tuning. Gut, weiter geht das. Das sind noch ein paar Kilometer, 70 Kilometer, glaube ich, oder was? Sind wir da. Es gibt auch Momente, weißt du, da bin ich noch weiter im Norden, wie ich eigentlich jemals bin. Also, ich bin definitiv jetzt gerade im schönen Schleswig-Holstein unterwegs. Also nordiger geht es eigentlich fast gar nicht mehr. Naja gut, ein bisschen höher dann ganz noch. Vernünftig. So, Navi sagt noch 5 Minuten, 7 Kilometer. Ja, ich finde so Kevin ohne Navi nicht hin. Abfahrt Bad Segeberg finde ich wohl noch, aber dann war's das.
So, 600 Meter noch. Müssen wir gleich links kommen, wenn ich mich richtig erinnere. Ich hätte nie gedacht, dass ich hier irgendwann nochmal herkomme. Aber tatsächlich hat mich die Welt oder der Weg hier nochmal hergeschlagen. Ja, so ist das Leben. Nie gedacht. So, wo ist denn das nochmal? Das war hier irgendwo links. Da ist das. Das sieht gut aus. Das nehmen wir. Da. Ganz genau. Da. Und da hinten ist aber kein Licht an, also kein Kevin hier. Und T4, der auch noch da. Ja, unter Umständen nehmen wir den auch noch mit. Nee, wenn du willst. So. No Kevin Ho. Hm. Ah, wird schon schief gehen. Irgendwo wieder schon auftauchen. Hier, so eine Stretch-Limo ist auch noch da. Ah nee, da hinten ist Licht. Da wo Licht ist, wieder auch ein Kevin rumfliegen. Das ist wieder auch ein V12. Fahren wir da mal im Hand. Yo, da ist er. Na? Na? Willkommen auf YouTube, live. Hallo. Voll verjagt eben. Habe ich letztes Mal mit Ihnen auch so gemacht, ne? Ja? Ja, 1 ja. zu 1. Ja, ja. Und das Lustige ist einfach nur, das schneide ich trotzdem mit rein. Das nee, 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 das geht ja gar nicht. Du hast jetzt gerade eben eine Datenschutzerklärung unterschrieben. Ich bin völlig, ja, das habe ich sowieso, ne? Alles hast du. Übrigens, ich bin abends losgefahren, wir haben jetzt gerade den nächsten Morgen. Ja, was haben wir jetzt? Bruder, ich guck mal auf die Uhr, oder was? Wir haben jetzt 6 Uhr oder was? Warte mal. 5 Uhr? Ich weiß gar nicht, was das jetzt ist. 5 Uhr 16. 5 Uhr 17. 5 Uhr 17. Morgens. Ich muss gleich los. Aber hier, naja, gut. Frau macht Stress. Das stimmt, Frau ist nicht gerade gut gelaunt. Aber wir müssen am BMW noch was machen. Da unten am Schweller ist nämlich ein Rostloch, da müssen wir noch beseitigen. Ja. Wann bist du eigentlich gestern aufgeschlagen hier? Das war ja noch gestern, oder was? Das war gestern noch. Es war halb 12, ne? Halb 12, ja. Kommt hin, ja. Ja, wir sind immer noch hier. Das ist ganz lustig eigentlich, ne? Ja. Ja, aber ist halt, wenn man am Sträubeln ist, ne? Dann ist halt so. Er hat jetzt hier so ein Firebird gekauft. Oder getauscht. Ja, getauscht. Es ist immer so, ich bringe mal gute Autos zu ihm hin, ne? Und krieg dafür so eine Scheiße. Jetzt. Alter, du. Ein schönes Auto mit Euro 2. Ja, aber der hat ein schönes Auto mit Euro 1. Ich glaube jetzt ein mit Euro 1. Hat er das in der SF fahren. Das kriegst du von mir jetzt immer aufs Brot. Das Lustige ist ja, ne? Die Felgen von dem Auto, die T-Tops, sind zum Beispiel alle von mir, weil die von meinem alten Firebird stammen, ja, den ich damals an ihn verhökert habe. Ja, das ist Scheißgurke. Nein, das ist ja nichts. Siehst du? Das sah gut aus. Das sah ja gut aus. Komm, sag mal nichts. Ja, hab ich da wunderschön mattschwarz lackiert, ja, aber der Rest. Ja, Farbe war gut. Nein, aber mattschwarz, das fand ich, eigentlich fand das war geil. Ja, weil ich hatte mich hin verliebt, mir wollte ihn immer so lackieren, aber nie hingekriegt. Er war so ein bisschen gurkig, aber das war so ganz gut. Ich gehört ja auch dazu. Ne? Ein bisschen gurkig. So. Aber es war okay. Okay, also mein BMW verlässt mich jetzt. Schweren Herzen. Tut mir wirklich ein bisschen weh, wenn ich ehrlich bin. Habe ich schon gesagt. Ja. Aber achte mal drauf, ja? Ne? Deswegen. Allgemeine Krankheit. Genau. Normalerweise genau, hier ja, weggefault. Ja. Genau. Ja. Originalzustand. Genau. Schön, ne? Und das Gefährlichste daran. Ich mache jetzt hier Teleshop. Ja, 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 ja. Pass mal auf. Hier. Da, hier. Ist ein M. Nee. Ohne. M für Arme, ja. Ja, aber ich muss den Wagen kaufen, weil da steht schon mein Name drauf. Yes. Ja, habe ich jetzt gerade nicht mehr. Den habe ich heimlich gekauft, den Aufkleber. Ich genau, aufgeklebt, weißt genau, der hat mein, der kennt meinen Fanshop, den ich gar nicht habe. Ja. Rote Nummern sind auch schon. Werbung für Max, ne? Schon. Guck mal, das ist. Hey, gut! Das ist das Flatter-Prinzip. Flatter-Prinzip, ne? Das ist das Flatter-Prinzip. Funktioniert sehr gut. Dann mach mich fertig. Wird aber nicht während der Fahrt. Der fällt aber hoffentlich nicht ab. Nein. Okay, nein. Jetzt habe ich Garantie drauf gekriegt. Hält ewig. Ein neuer Satz kostet 100 Euro, so ein scheiß Satz ohne Nummern. Hält ewig. So, Reifen sind kacke wie immer von mir, ne, das ja kann ich so sagen. Nein, Lack ist auch kacke. Profil ist gut und Farbe schwarz. Ja, das stimmt. Ne? Ja, eher schon. Mit, bei dem Alter eher schon fast grau. Ja. Ne? Da haben wir noch hier, so, vorne haben wir einen kleinen Reifen drauf. Das sind, ne, glaube ich, Standard, ne? 2,15er und hinten 2,45, ne? Ja, ja. Das ist 2,35. Das ist 2,45, glaube ich, hinten. Ja, das ist auf jeden Fall, wieder jetzt seine brachiale V6 Power auf die Straße kriegen. Manchmal halt man Finger mal hin. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Ich wollte es auch gerade sagen. Er hat dahin geschissen. Sonderlack. Das nennt man Sonderlack. Ja. An mehreren Stellen, also Sonderlack. Das ist immer so, übrigens, wer hat nicht, weiß, ich habe mein Buick hier auch gekauft. Das ist mein Ami-Händler des Vertrauens. Ja? Nächste Woche komme ich übrigens wieder und tausche den 7er V12 dahin gegen meinen Trabi. Nee, Sperrmüll, möchtest du auch noch mitnehmen? Auf dem Berufsstuhl dabei. Aber original.
Ja, aber willst ja. machen. Ne? Ja. Ja, das ist halt. Ja, das ist. Eine schöne Stretch, wenn man sie hat. Ja, die ist auch. Oh, oh guck da. Ja. Nee, die so, Cam. So langsam kommt das Unkraut durch. Ja. Aber die mieft nicht mehr so. Die haben wir schon ein bisschen gelüftet. Gut gelüftet jetzt. Ja, die ist trocken. Die ist aber trocken. Unfreiwillig, ne? Ich habe die trocken gelegt. Ja, die ist trocken jetzt. Ja. Nicht, ja. Rein, da. Der Witz daran ist ja einfach nur, die, aber die ist noch nicht durchgebrochen. Nee, das dauert auch noch. Ich habe ja noch nicht drin gesessen. Ist nah dran. Ich habe also, noch nicht richtig drin gesessen. Ich habe drin gesessen. Und ich heute, und letztes Mal war die schon 7 hier. Ah, das ist gut. Jeder also, braucht mal eine Stretch. Wenn man schaukeln würde, immer so diesen Rhythmus. Dann würde ich nicht. Roddy legt wieder einen weg. Das ist übrigens sein Vater, da merkt man, ne? So. Ja. Naja, schade, aber wie gesagt, das muss ja. halt, ne? Ich nehme alles seinen Wandel. Hast du einen schönen Birdie bekommen jetzt, ne? Ja, ja, ich muss ihn erstmal mit dem Birdie müssen wir erstmal schick haben von dem Lack. Das ist nach für eine hässliche Farbe. Guck mal, was denn? Mal rein, pass mal. Hast du hier ja, guck mal, ganz Müll. Ach, mit einem original grünen Wunderbaum. Siehst du? Ja. Ach, haben wir schon wieder Weihnachten. Übrigens, der riecht gar nicht mehr. Der Baum. Mal, am geilsten ist das Thermometer da in der Mitte. Das ist Küche. Das habe ich eben schon total begutachtet. Das ist ein Küchenthermometer, das machst du. Küchenthermometer für einen schönen, fetten 525. Ich kann den Teppich noch rausholen. Ey, jetzt heilt euch, das tut jetzt richtig weh. Ohne Scheiß, das tut jetzt richtig weh. Oha, da kommen die Tränen. Ja, das tut wirklich weh. Jetzt, nein. Hier. Ja, 40 Euro reingetan. Jetzt geht's los. Ach ja, jetzt kommt das. Das tut weh, oder? Das ist doch geil. Ja. Das ist doch wirklich, ich sag mal, ja. Das ist richtig, das ist Style. Ja, das ist doch. Vor allem das Geilste ist auch, wenn das erste fliegen wird, hier ist eine Folie, die geht hier komplett lang, ne? Deckt das halbe, die halbe Scheibe ab, die Fahrgestellnummer denkt die hier ab und die geht hier, richtige Kasperbude, alter Schwede. Das ist echt traurig, dass die Firebirds so teuer geworden sind. Die Dinger hast du früher für 300 Euro gekriegt. Die Folie sollte eigentlich oben hoch, hoch zu den T-Tops. Ja. Das ja. ist natürlich zugelassen. Ja, scheiße. Siehst du, mit dem Spiegel auf dem Fall. Ich verstehe gerade nicht, wieso. Na, gut. Ja gut, also ich sag mal so, es gibt zwei Varianten. Erstens, der hat noch Resthüff. Ne? Zweitens, wie soll ich sagen, der hat keinen TÜV. Aber irgendwie auch bald wieder, weil der fährt jetzt hin. Das geht bald los. Ja, der Speller ist auf jeden Fall wieder dicht unten. Ja. Ist schon schief geht. Aber er hat sich drauf versessen, dass ich den Speller mal mache mit ihm. Ja, aber wir haben wir zugeguckt. Wir wollten mal gucken, wie dein Elan noch so ist. Oder? Ja, dann, und deswegen. Das war gut, ne? Und meine Frau hat sich beschwert. Ja. Frau, immer nicht übel. Entschuldigung nochmal. Ja, Entschuldigung ja. nochmal, Tine. Ne? Ja. Böse Menschen hier alles. So, ich mache mich jetzt auf. Ich muss nochmal. 250 Kilometer fahren. Ja, ich bin da gerade erst aufgestanden. Ich habe da gerade geschlafen die ganze Zeit. Ich würde da niemals so. Ach, das ist eine Katastrophe. Übrigens, was auch puffig ist, das hier. Er hat das hier gebaut. Das ist total. Aber da müssen wir auf jeden Fall. Was denn? Ja, das hier, diese Boxenkacke da. Achso, das ist doch richtig geil. Da kommt ein Sound raus, du glaubst es nicht, Alter. Junge? Ja, wirklich. Ich habe übrigens das Radio von dem BMW Alter, erstmal hier ja. eingebaut. Ey, du wirst nicht. Mach mal Musik an, reiß auf. Das ist wirklich richtig geil. Sagen wir mal, da kommt Musik raus. Ja. Sagen wir mal, da kommt Musik raus. Du meinst mal so. Das sind die Soundanlagen. Fehlen denen zwei Zylinder. Das ist ein Plastikkarton. Ne? Die werden damit wieder weggemacht. Das Schlimme ist ja, ich habe so eine Ranzbude früher ziemlich lange gefahren. Und ich wollte unbedingt wieder einen haben, das habe ich wieder einen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob die Idee jetzt so gut war. Aber sag doch mal was Gutes über das Auto. Ja, echt, ey. Du hast eine Probefahrt gemacht, ne? Das zu tanken. Hast du nicht unrecht. Du musst sagen, also. Der war für gut. Der ist nicht durchgeschaukelt. Das stimmt, fand du da wirklich gut. Nicht, ne? Ja. Optisch, der muss gewaschen werden. Vielleicht mal. Der Auto hat keinen. Ich brauche mal einen kleinen. Lackierung. Ja, einen Smart Repair, ne? Also. Nee, aber das Buller bei der Fische, ja, der fährt gut, ja. Ich sag mal so, der tauscht das beiderseitigen Einverständnis. Ja. Ich traue ein bisschen. Das ist immer noch. ich traue auch so ein bisschen meinem BMW hinterher. Da gibt es auch einige, denke ich mal, die es auch tun. Ja. Aber ich sag mal so, das war okay. Also vom Wert her kann man mit arbeiten. Da sind die Dinger ziemlich teuer geworden, die Firebirds. Bevor die Dinger zu teuer werden und die hier zu teuer werden, habe ich gedacht, okay, dann tauschen wir einfach mal. Ne? Dann sichere ich mir nochmal ein Firebird. Ja, nach Gurkenprinzip müssen wir noch einiges daran tun. Ja. Ne? Ja, also. Gib's zu. Ich habe ihn nur gefahren. Aber so gesagt, Ronny sei Dank,
dieses Auto fährt sich eigentlich ganz geil. Also vom Fahren her, also ich habe noch keinen guten, so guten Firebird gefahren vom Lenken her und vom Fahrwerk her wie den hier. Technisch ist er wirklich gut. Ja, ich habe schon 3 Stück insgesamt geguckt da vorne und der guckt sich eigentlich am besten. Ja, siehst du. Ne? Und die E-Fenster wie neu. Ach so, und das ist ein hier, wir schätzen, das ist ein kanadisches Modell, weil der ist wirklich, ja, und die Tür hängt ein bisschen, aber der ist wirklich, der ist komplett gammelfrei. Auch der Auspuff sieht gut aus. Ganz komisches Ding, kennt man gar nicht von den Dingern. Ich gammel die wie nix. Ja, hier, die kennen hier, der Flugcross, das ist aber normal. Hier gammelt nix, in der T-Top-Kanten gammelt nix. Normal gammeln die weg wie nix. Also, ich habe übrigens mein Camaros auch, das ist auch eine hier kanadische Auslieferung, der ist auch voll verzinkt. Also deswegen, ich dachte, wenn du runterguckst, nimm ihn mal hoch. Ja, ja, der ist nicht. Das ist ein Schreck. Also, ich meine, es ist im positiven Sinne. Ne? Ja, das ist der. Ich hab mich ja selbst verjagt. Ne? Der war auch so vom Auspuff her. Also, ich sag mal, die Substanz ist okay. Ja. Für einen Ami kannst du aber nichts zu sagen. Auch so die Schellen, die sind mal angesprüht worden. Felgensilber, Mann. Alles gut. Ja, das habe ich alles nochmal hübsch gemacht. Siehst du? So mit Putzlappen und so. Ich arbeite mehr unterm Auto. Ja. Das gibt's inklusive, ja. Jetzt wisst ihr auch, warum wir so gerne hergucken. Das ist immer lustig. Wir sind alle ein bisschen durchgeknallt. Ja, ja, ne? Ja, mal schauen. Ich traue da so ein bisschen. Aber irgendwie habe ich auch Bock auf den. Das ist irgendwie so ein lustiges. Das ist Geschmackssache. Ich glaube, wir kriegen ganz viel Hate in den Kommentaren für diese Scheiße hier. Ich glaube ja. Aber ist halt eine Ami-Gurke gegen Präzisions-BMW, mit dem ich gerade mit 190 hergebraten bin. Mit dem kann ich nicht mit 190 zurückbraten. Nee, würde ich nie machen. Nee, schafft er ja gar nicht. Diese Sache ja. Nee, schafft er auch nicht. Nee. Deswegen, das ist ja ein Hack. Ich muss nochmal zwischentanken. Ja. Ja, mal gucken. Ja, ja, egal. Ich fahre jetzt nach Hause, sonst ist gleich endgültig ein Nu mit meiner Frau. Oh. Haben wir auch nicht, ja. Wir sind einig geworden. Schweller sind okay jetzt von dem Ding. Was soll's, ne? Er freut sich. Er wird ihn wahrscheinlich jetzt fertig machen und weiterverhökern, so wie ich ihn kenne. Ich glaube, den melde ich mir erstmal an. Gute Idee. Ja, ich melde mich erstmal an. Ja, ich fände ihn auch geil. Ja, ich werde ihn erstmal anmelden. Ein bisschen Liebe muss reinstecken. Querlenker muss ein bisschen machen, ein bisschen Rost machen. Aber sonst ist das nicht gut. So ein paar Stunden, dann ich aber sonst ist das auch cool. Und dann zum TÜV damit. Ich mal fahren. Zum TÜV sowieso. Ja. Muss er ja. Oder TÜV brauchst du ihn nicht anmelden. Nee, geht auch gar nicht. Siehst du? Da war ja was. Scheiße. Ja. Ich bin dazu. Gut, genau. Ich brate jetzt los. Komm, Ronny, du warst letztens noch nie im Video gewesen. Ihn kennt man ja schon. Ist das abschließende Wort? Ach du Schande, was soll ich denn sagen? Ja, komm. Ja, toll. Du bist ja der Künstler. Du bist jetzt toll. Der ja, toll, ich bin Künstler. Ein Foto machen kannst du gerade nicht. Überredenskünstler. Überredenskünstler. Das ist die Scheiße, dass ich mitgenommen habe. Aber gut, ich fahre nicht. Ja, hier nur der Vermittler heute. Ja, genau. Ja, genau. Er ist der Firebird unter den Leuten. Hier, guck mal. Aber ist nicht der, er hat noch ein Firebird. Da hinten, da ist noch so ein weißes Ding. Aber der hat... Oh, arme Sau. Oder der hat mehr Rost wie meiner. Das stimmt. Rostlaube. Das ist wohl ein Zusatzding? Ja, irgendwie schon. Tschüss, das ist das letzte Wort. Ja, muss ich jetzt? Ja, dann tschüss, ne? Ich wünsche dir eine gute Heimfahrt. Mutter, ne? Ja. Aber hast du wie lange? 2 Stunden hast du vor dir? Mit 2,5, ne? 2,5? Ja, mit der Gurke. Mitschieben oder ohne Schieben? Naja, wenn du nicht mehr tanken möchtest, zwischentanken möchtest, dann, ja, dann muss ich 120 oder was. Ja, ich habe auf jeden Fall, ich habe schon mal Energy gekauft und so ein Trinkenzeug da. Hoffentlich überlebe ich das. Ne? Ja. Das ist dann muss ich die Ingenieurin abholen und dann geht der Tag weiter. Achte darauf, der Aschenbecher ist voll. Ja, ja, ne? Das ist gut, wenn der Aschenbecher voll ist, dann kann ich ja Kippen kauen. Gut, ihr wisst Bescheid, ich muss es hier abwürgen, sonst sind wir morgen noch hier. Sonst kriege ich mich hau mit einer Frau. Das will ich nicht. Das ist übrigens Frau, das ist direkt nach deinem Anruf passiert. Alles gut, wir haben keinen großen Zeitverlust. Nee, absolut nicht. Bescheid. Absolut nicht. Wir sind gerade fertig mit allen. Gott sei Dank. Auch ja, ein Glück. Aber hat ein Radio. Gut. Mit nach Hause darf. Will ich sagen, munter, bis gleich. Okay. Willkommen in American Way of Life. Ja. Kann ich unser Schmitter und Nass und BMW. Alter, aber weiter. So, was haben wir hier? Stock, Zeug, wirklich gut laufen im Firebird, hätte ich gar nicht gedacht. 130 km/h, Durchschnittsgeschwindigkeit, geht eigentlich. Aber hab wieder Arbeit nötig. Technisch nicht, aber optisch. Optisch ist eine ziemliche Gurke. Aber technisch ist ja ganz geil. Bremst gut, fährt gut. Mal gucken. Nicht so ganz verstehen, ne? Das sind diese komischen Schnoppen. Ich meine, haben sie ja ganz schön gemacht da, ne? Übrigens, Ronny, ich soll von Ronny sagen, er war es nicht. Aber irgendwer muss da diese Idee gehabt haben, diese Noppen da über reinzudrücken. Frag mich nicht wer.
Fakt ist, das erste Mal drauf fliegt, sind diese schwulen Noppen. Was meint ihr hier so Farbauswahl von der Kiste? Können wir eine Abstimmung machen? Matt-Schwarz? Schwarz-Matt über ein Camaro? Eigentlich bietet sich fast an, ne, bei dem schlechten Lack. Aber was meint ihr dazu? Da kriegen wir relativ schöne Hightech-Gurke mit hin. Die Technik ist sehr gut. Ne? Also ist auch nicht ganz hier, ist auch nicht ganz glatt gelaufen, sag mal, ne, mit dem BMW und so weiter. Da ist so ein bisschen was drauf geflossen. So, links rüber. Weiter geht das hier. Ja, das können wir wenigstens mal einen auf dem Night Rider machen. Night Rider für Arme. Aber so richtig für Arme. In bekloppt. In hier, was ist irgendwie, das ist irgendwie so, also Puff Daddy 1986. Dieser Innenraum hier. Original. Aber geil ist, schwarze Sitze, schwarzer Teppich. Das heißt, wenn die Noppen weg sind, haben wir eine schwarz-rote Innenausstattung. Das passt wiederum zum schwarz lackierten Auto, mit den schwarz lackieren, ne? Machen wir mal ein Tutorial, wie lackiert man ein Auto nach Gurkenprinzip. Und rostfrei. Also, die meisten Marken, die so Firebirds haben, hat der nämlich nicht. Auch wenn er ziemlich verkaspert ist. Okay, T-Tops kannst du rausnehmen. Das sind übrigens auch von meiner alten Firebird, die ich damals gefahren habe. Die habe ich damals an Kevin verkauft. Ja, und diese hässlichen EU-Spiegel, da müssen diese hier, da müssen nur S-Spiegel dran. Die sehen ein bisschen schicker aus. Da kriegt ihr eine ordentliche Farbe und haben einen relativ coolen Firebird. Na gut, Arcadia ist es nicht mit V6. Ne? Aber kann ich alles haben, wird das Geld. Ah, wir es machen. Gut, weiter geht das. Ich bin jetzt gerade in Hamburg. Ich fahre jetzt mal weiter nach Bremen und bei Bremen gehe ich auch nochmal auf den Sack, glaube ich. Hey, guck mal! Der R5 in freier Wildbahn! Glaube ich meiner, so mit den gleichen Schriftzügen hinten drauf. 3W-Cut. Geil! Siehst du? Hab nicht einen einzigen R5 auf diesem Planeten. Cooles Ding. Aber jetzt bin ich so direkt voll, der Typ guckt mich gerade an mit dem Auto hier. Und dieses Auto ist ja echt auffällig, ne? Ich habe schon 3 Daumen kassiert und hier 1000 Blicke. Ich meine, ich dachte mein Trabi ist auffällig, aber das Ding ist wirklich. Das ist schon ziemlich nah dran. Ich habe nur noch keinen Namen dafür. Shitty Bird oder sowas. Das passt ganz gut. Mal gucken. Das Ding ist irgendwie eine neue Dimension von Gurkenprinzip. Aber wirklich, Gurkenprinzip, neue Maßstäbe. Die Welt verändert sich. Du Scheiße, ey. Aber ich hatte so ein paar Ideen, wie ich den schicker kriege. Innenraum geht mir ja gar nicht mal so auf den Sack. Und diese Noppen finde ich ja hässlich, ne? Aber sonst geht's ja einigermaßen. Na komm. Diese scheiß Folie muss weg. Wenigstens die Hälfte davon so ungefähr. Die geht mir auch voll auf den Senkel. Wahrscheinlich wird die gemacht, weil die Scheibe da eingelaufen ist im Weiß. Haben die gern mal über die Jahre, weil die Scheiben doppelt verglast sind. Aber im BMW auch gerade das ähnliche Phänomen, aber nicht so extrem wie das hier. Ja, mal schauen. Irgendwann fällt mir das schon ein. Das ist echt Burgenprinzip. Aber Technik ist top. Der bremst super, der fährt super, Öllook ist super. Also Basis ist geil. Und halt gleich anmelden und losfahren rein theoretisch, ne? Ist auch ein Vorteil. Wisst ihr was? Die Dinger lasse ich, die nennen wir jetzt Metal-Flock. Das sind die Pontiac Firebird Metal-Flock. Die Anlage sieht jetzt voll geil, ne? Pass mal auf. Da ist eine Box. Da ist eine Box. Da ist eine. Da hinten auch. Das klingt ja nicht gut. Warte mal. Wollen wir mal einen Song finden, der aber was bringt. Das GEMA-Freiheit scheißen wir ja eh bei uns, wisst ihr ja. So meine Seite ist in Ordnung. The world is spinning round. The night takes its time. Wisst ihr Bescheid? Voll geil. Also, eine Sache, die mir gefällt an diesem Auto. Ja, ja, die Haupttatsache ist eigentlich, dass es ein Firebird ist. Wie gesagt, ich verbinde eine lange Geschichte mit solchen so einem Auto. Und wie gesagt, für mich hat es einen ideellen Wert, jetzt ein Auto wieder zu haben. Kasprig sind die ja alle irgendwie. Naja, weiter geht das. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, wenn ihr von dem Ding haltet. Ich finde, das ist der richtige. Und da kann ich schon mit der Gurke duellieren. Aber der Zustand ist geil, kein Rost, nix. Ne? 70.000 gelaufen. Ah, wird schon schief gehen. Bin übrigens auch noch nicht in Bremen. Habe ich gerade wegen der R5 irgendwie vorgezogen. Scheißegal. Ja, weiter geht's dann.
der Meinung, der Pontiac hier, der ist sparsamer wie der BMW. Guck mal. Hat nur über einen halben Tank. Genau. Ah, unter einem halben Tank, aber wenigstens ein bisschen was. Mal gucken, wie viel nachher ich angekommen bin. In drei Viertel Tank bin ich gestartet. Ich glaube, da hat noch 60 Liter Tank der Wagen. Mal gucken, bin gespannt. Ja, die V6 hat auch nicht so viel. Die gehen wohl. Ein lustiger Daily, so von nebenbei, so ein Buick, weißt du? Ich meine, wer kann schon ein Buick, ein Trabi und ein Firebird gleichzeitig als Daily fahren? Du bist halt stumpf eigentlich. Vor allem absolut stumpfe Kombination, ne? Wir haben Buick und hier Firebird versteht man ja noch, aber dann noch ein Trabi zu? Ja, das ist Burgenprinzip. Jetzt hatte ich gerade PP, Pinkelpause. Aber die Chance nutzen wir mal nach 2 Stunden Fahrt, irgendwie sowas. Und die Karre mal angucken. Autobahnrasthof A28. Da ist halt Auto. Schöne schwarze Rotleuchten hat er. Naja, gut. Lustigerweise, bei diesem Kennzeichenhalter, Spezialding, hat er mich damals auch meinen Firebird abgeholt, den ich verkauft habe über eBay. So, ich habe ihn übrigens auch kennengelernt. Der hat bei mir in eBay einen Firebird gekauft, matt schwarzen, abgefuckten, ziemlich toten Firebird. Ja, den habe ich halt nach grobem Prinzip runtergeritten, bis zum geht nicht mehr. Ja, so habe ich halt kennengelernt. Irgendwann kam mir der Buick, den er hatte, hingefahren. Ja, jetzt haben wir einen Firebird von ihm. Wenn noch ein Austausch gegen den BMW, aber mittlerweile ist mir der Trauer ein bisschen weniger geworden, weil der fährt sich echt geil, also fährt wirklich gut. Nicht, dass er so gut, so mega gut fährt, wie. Er fährt besser, wie er aussieht. Gut, Felgen sind alte von mir, mit Kappen. Die haben nämlich immer gefehlt bei mir. Die habe ich jetzt. Die hat er dazu geändert. Rosttechnisch, wie gesagt, der hat nichts an Rost. Der ist wirklich. Das ist übrigens Plastik hier, ne? Aber der hätte das Artico. Spiller sieht okay aus. Haben wir, glaube ich, schon gehabt, aber egal. Auspuff sieht okay aus. Also, ich hätte noch nie so einen rostfreien. Also, ich sag mal so. So, mein Camaro hat mehr Rost wie der hier. Und der ist auch verzinkt. Hier, habe ich noch einen stehen lassen. Bei Kevin, wo ich losgefahren bin. Haben wir einen kleinen Burnie gemacht. Ja. Aber ich würde sagen, lacktechnisch, ja, eine mittlere Katastrophe ist das, ne? Also, das ist ausgeblichen, deswegen wird es dunkler, ist bei den Dingern immer so. Hier ist der Klarlack weg. Also, ich wäre für eine vernünftige Hamarit-Gurkenprinzip-Spezial-Matt-Schwarz-Lackierung. Ja, definitiv, irgendwie in der Art. Oder grau oder was. Aber ja, haut mal in die Kommentare, wie gesagt. Will ich mal wissen, was ihr davon haltet. Aber ich bin sehr zufrieden. Also ich finde, der Kauf ist dann doch besser gewesen, wie ich ursprünglich gedacht habe. Ich dachte, das Ding ist doch schlimmer. Aber der Innenraum ist eine Katastrophe. Guck mal, ob ich mich daran gewöhnen kann, an den Scheiß hier. Oder ob ich das nochmal... Ich glaube, der kann die Einzeit rausziehen hier. Bin ich ganz sicher. Die sind ja nur gesteckt, wie ich gesehen habe. Aber irgendwie, dann glaube ich, dann hält der ganze Kran nicht mehr so gut. Ach, keine Ahnung. Das ist irgendwie so schwul. Aber irgendwie ist das auch cool. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Das ist aber, glaube ich, irgendwie, das ist eine Geschmacksverirrung. Ich glaube, das sind 90er. Oh, guck mal, die Kiste wieder ansprechen. Übrigens, 170.000 gelaufen. Au. Oh. Ja, wann die Ami-Kisten hat, können, dann ist das laufen. Die laufen immer wie ein Uhrwerk. Egal, wie abgefuckt die sind. Also, mein alter Firebird, der hat jetzt sogar seine 400.000 auf der Uhr oder was. Der hat doch über 400.000 auf der Uhr gehabt, fällt mir so ein. Na ja, gut, wie geht das bei so einem Ding hier? W-Hebel, Drive hier. Blendebau müssen wir auch noch hierfür. Ja, das ist ein kleines, müsste eigentlich relativ einfach gehen. Übrigens hat der hier noch einen Schalter, on, off, ne? Ich glaube, hier sind noch LED-Lampen eingebaut in Rot. Bin aber nicht ganz sicher. Aber funktioniert auf jeden Fall schon mal nicht. Und jetzt frage ich mich jetzt gerade, ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Das funktioniert. Ich glaube, das ist eher gut, ne? Ja, ist schon eine Kasperbude, aber der passt schon eher zu mir, ne? Im Punkt Gurkenprinzip. Aber guck, wir können ja mal gucken, wie schnell der anzieht hier unten rum. So, kannst du hier den ersten Gang schalten? Ungefähr Dauer ersten Gang. Zweiten. Ah, geht aber. Der läuft ganz gut. Ja doch, für den V6. Da kann ich nichts zu sagen, oder Manier?
Rakete ist das nicht, aber sind die V8er auch nicht von den Dingern. Da wird doch lustig, passenden V6 Firebird zum Camaro. Was soll's? So, Overdrive, Spargang, ne? Das geht, aber laut hier drin. Also, wir haben nichts gehört. Naja, gehen wir von Gas, ich muss den Sprint nach hinten kommen. Kein Bock nachzutanken. Übrigens, ich muss jetzt zu meiner Schwiegermutti. 10 Brötchen, Belag, Fleisch und allem drum und dran. Um die Wogen so ein bisschen zu glätten, weil die. Ja, sie muss halt auf die Ingenieurin aufpassen. Muss deswegen früher aufstehen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann bringe ich halt den entsprechend nach Frühstück mit. Ne? Wenn ich schon entgegenkomme, muss ich auch als liebender, netter Schwiegersohn. Na egal, weil er geht hier im Programm. Sind wieder in meinem Gebiet. Mit unserem Opel Manta der USA. Ja, geschafft hat er schon mal. Guter Anfang. Aber mal sagen, wo kommt man an Nordsee, wa? Von der Ostsee an der Nordsee, siehst du mal. Aber würde ich mal sagen, ja, dann hätten wir. Haben wir entschieden, das ist ungefähr 3 Stunden später, wir haben jetzt wieder fast Mittag. Na, Frau Ingenieurin, findest du das Auto? Spezial, wa? Zwingerclub-Ausstattung. Naja, scheißegal. Ja, ich würde sagen, wir behalten den Birdie. Er kriegt ein schönes matt schwarz. Das hier entschärfen wir hier drin so ein bisschen. Macht ihn so ein bisschen schick nach Gurkenprinzip und dann haben wir so einen richtigen hier Gurk Rider. Weißt du, da bin ich hier David Hasselgurk. Oder sowas. Keine Ahnung. Naja, wisst ihr Bescheid, das ist der Plan. Das wird dann so ein Nebenprojekt, weil das Ding eben schwarz zu machen, das ist gar nicht mal so schwer und gar nicht mal so lange. Viel Arbeit ist da nicht dran, der ist technisch ja gut, das ist gut daran. Wenn die Technik cool ist, dann ist halt der ganze Rest nicht so schwer, ne? Naja, beim BMW muss ich trotzdem eben so ein bisschen. Aber ich finde den hier lustiger. Ich finde, der passt besser zu mir und meinem Gurkenprinzip. Aber der BMW schon wieder zu normal fühlt. Gut, dann würde ich sagen, ne? Letzte Hate beginnen oder was? Liegt euch hin. Ja, bis die Tage, ne? Und munter. Und ja, Mona. Hier, sprühen. Blechdose. Originalblechdose. Naja, gut. Bis dann, munter.